Der Konrad Bockstedt, der hat diesen großen 6 Ölbilder da hinten. Er ist nämlich eigentlich ein Hamburger, ist aber schon vor 30 oder 35 Jahren nach Berlin gekommen und beobachtet dort am allermeisten die Menschen, die gerade im Straßenverkehr sind, die sich im öffentlichen Verkehr bewegen und die daher dann gerade nicht zu Hause sind, sondern auf dem Weg vielleicht in ein Zuhause und die dann so eine temporäre Situation in der U-Bahn oder Straßenbahn.